Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Nacht und vor allem erstmal ganz herzlichen Glückwunsch an Jaskeli und Tim zu eurer Wahl und den sehr, sehr guten, bombastischen Ergebnissen. Ihr Lieben, wir haben diesen Parteitag unter ein Motto gestellt, und zwar unter das Motto Wandel in Verantwortung. Und bis hierhin war es ein weiter Weg, darüber haben wir gestern viel gesprochen, der Weg zu unserem historischen Wahlerfolg, der Weg, der darin bestand, uns ständig zu hinterfragen und dann alle gemeinsam unser Bestes zu geben für diesen Erfolg. Und der Erfolg besteht ja vor allem darin, dass uns die Menschen so viel zugetraut haben und ihr Vertrauen in uns gesetzt haben. Und dass sie uns zugetraut haben, auf der einen Seite die besten Antworten für die wichtigen Zukunftsthemen zu haben, dass sie uns zugetraut haben, dass wir für die Veränderung brennen, für das erste klimaneutrale Industrieland. Und gerade als Kind des Ruhrgebiets sage ich das mit einer ganz besonderen Freude und Verheißung. Und als das Land des sozialen Zusammenhalts, als ein Land, was endlich moderne Mobilität schafft, als ein Land, in dem Vielfalt gelebt wird, weil Vielfalt das ist, was Nordrhein-Westfalen im Kern ausmacht, und für ein Land, in dem, darüber sprach ich gestern, das Versprechen des Bildungsaufstiegs erneuert wird und für alle Generationen und alle Menschen in Nordrhein-Westfalen gilt, und zu einem Land, das die Demokratie stärkt. Und die Menschen haben uns genau diesen Wandel zugetraut. Aber sie haben uns noch viel, viel mehr zugetraut. Die 18,2% trauen uns zu, auch Verantwortung für den Wandel zu übernehmen, was mehr ist, als ihn nur zu wollen. Und mit unserer gestrigen Entscheidung und auch mit den Verhandlungen haben wir diesen Auftrag angenommen. Und es ist einer der schwierigsten, den wir in unserer Parteigeschichte je hatten, und einer der schwierigsten, den man sich überhaupt aussuchen kann. Viele Parteien beschränken sich darauf, eins von beidem zu machen. Also entweder Verantwortung zu übernehmen und dann so zu lösen, was so reinkommt, oder eben immer irgendwie die besten Zukunftsvisionen zu haben und sich dabei nicht von der Realität beirren zu lassen. Und wir Grüne haben, wie immer, den kompliziertesten Weg gewählt. Weil es der richtige ist. Und das bedeutet für mich, unser Auftrag jetzt, Wandel in Verantwortung zu bringen. Und ich finde, dieses Parteitagsmotto hat eine zweite Komponente, nämlich auch wir werden uns wandeln in dieser Verantwortung. Wir haben eine riesige Herausforderung vor uns, und die wird uns auch verändern. Und das ist eine gute Nachricht. Wir spüren auf Bundesebene, dass das eine gute Dynamik freisetzt, dass das Kraft freisetzt, dass es uns auszeichnet, uns immer zu hinterfragen, uns zu verändern. Und wir werden das gemeinsam als Grüne in Nordrhein-Westfalen tun, mit einem sehr, sehr starken Team in der Regierung, mit einer starken, bunten, kreativen, vielfältigen und einfach riesigen Landtagsfraktion. Und heute wählen wir eine neue Parteiführung. Wir haben gerade schon Tim und Jaskeli gewählt, und ich würde mich freuen, wenn ich dabei sein kann. Ich möchte für eine starke Partei in der Parteiführung arbeiten. Eine Partei als Debattenort, als Ideenschmiede, als die, die immer weiter den Kontakt sucht. Und auch als die, die im Regierungsalltag die Möglichkeit hat, mal den Blick zu heben und zu gucken, sind wir eigentlich auf dem richtigen Trip, sind wir in die richtige Richtung unterwegs. Und wenn ich das sage, dann ist mir wichtig zu betonen, dass ich da einem Grundsatz folgen will, und zwar der Grundsatz, der uns in den letzten Jahren stark gemacht hat. In der Zusammenarbeit, insbesondere mit Mona und Felix und mit Anja im geschäftsführenden Landesvorstand, im ganzen Landesvorstand, in der Fünfer-Steuerungsgruppe mit Verena und Josephine, nämlich der, dass wir alle, und das wird so bleiben, unterschiedliche Perspektiven einbringen und dass wir auch in der Regierung, aus der Regierung heraus, aus der Fraktion heraus und aus der Partei heraus unterschiedliche Perspektiven vielleicht auf die Dinge haben, dass es aber darum geht, jeden Tag daran zu arbeiten, uns gegenseitig so stark wie irgendwie möglich zu machen, dann machen wir diese Regierung zum Erfolg.
Und es gibt für mich einen zweiten Grundsatz, dem ich gerne folgen will in den nächsten Jahren. Und auch der war Teil, glaube ich, des Erfolgs in den letzten Jahren. Nämlich, dass wir uns Grüne nie selber genug waren. Dass wir uns immer hinterfragt haben. Dass wir mutig waren. Dass wir neugierig waren. Dass wir uns selber in Frage gestellt haben. Dass wir uns erneuert haben. Dass wir uns unsere Strukturen verbessert, dynamisiert und gestärkt haben. Und daran müssen wir weiter arbeiten. Das war schon nach einer Niederlage nicht leicht, daran zu arbeiten. Und an sich selbst zu arbeiten, ist nach einem Erfolg nicht leichter, sondern eher schwieriger. Dennoch, lasst uns mutig und neugierig bleiben und lasst uns offen sein für alles, was draußen passiert. Und dann sind wir gut gerüstet für all die Fragen, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Sie werden uns verändern und wir werden uns mitverändern. Darin liegt eine riesige Chance. Und dafür sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und haben alle Potenziale. Wir sind 26.000 Mitglieder und wir wachsen weiter. Mit all denen müssen wir im Austausch bleiben, müssen wir gerade in der Regierung so eng beieinander bleiben wie irgendwie möglich. Auch mit den inzwischen 3.500 Menschen, die kommunal Verantwortung für die Grünen übernehmen und dort die Veränderung vorantreiben, die einen Wissens- und Erfahrungsschatz haben und ihre Perspektiven einbringen. Wir Grünen werden immer diverser und auch daran müssen wir weiter arbeiten. Das ist ein Prozess, dem wir uns in den nächsten Jahren widmen werden und müssen. Und lasst uns auch weiter daran arbeiten, unsere Strukturen zu stärken, die Ressourcen, die wir jetzt haben und ehrlicherweise auch das bisschen Zeit, was wir jetzt haben, weil nicht unmittelbar der nächste Wahlkampf ansteht. Lasst uns das nutzen, um uns weiter zu verbessern, um unsere Kampagnenfähigkeit zu steigern und um noch besser darin zu werden, nach draußen das zu erklären, was wir tun und auch zuzuhören zu dem, was die Menschen von uns verlangen, was die Leute von uns erwarten. Und ein wichtiger Erfolgsfaktor, der mir besonders wichtig ist, ist dieses fantastische Team in der Landesgeschäftsstelle, was hinter uns steht und auf dem wir diese Arbeit machen können. Und ich bin nicht unbedingt der Mensch, der zu ganz großem Stolz neigt, aber auf dieses Team bin ich und können wir als Partei insgesamt sehr, sehr stolz sein. Und es wäre mir eine riesige Freude und ein Privileg, dieses für die Zukunft aufzustellen und immer weiter zu stärken. Und ich bitte euch heute erneut um Vertrauen als euer politischer Geschäftsführer im größten und schönsten aller Landesverbände. Und ich war in ein paar, es ist wirklich der schönste. Und ich bin überzeugt, die nächsten Jahre, die werden wirklich gut und es warten viele Aufgaben auf uns, viele, die wir schon kennen, wahrscheinlich erneut unzählige, von denen wir heute noch gar nicht ahnen. Und lasst uns all diese Arbeit zusammen angehen. Ich möchte gerne meinen Beitrag dazu leisten und bitte euch um euer Vertrauen. Vielen Dank. Applaus